Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere für unseren YouTube-Modbox den John Deere 6071M. Dieser John Deere wird zur Verfügung gestellt von Dein, so Dins, und der, die Modder schreiben, ihre Lottoschreibung, ist dieser John Deere für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können sie im Modder runterladen und nutzen. Ja, und wenn euch unser Modbox schon gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr euch für die Kauf von Inhalten interessiert, schreibt unten in den Videos und alle Links dazu. Wenn diese Links nutzt, unterstützt den McManus und den Entwickler. Und das wäre natürlich sehr cool. Ja, kommen wir zu dem John Deere. Texturtechnisch kann ich euch schon mal versprechen, ist das Ding on point. Ne? Also, da ist wirklich alles, ja, ist picobello, alles gut sichtbar, keine Texturfehler, nichts verschwommen oder verwischt ist. Aber da wurde sehr aufs Detail geachtet. Wenn wir mal einsteigen, da unten sehen wir ihn drin. Ne? Auch hier seht ihr den Beifahrersitz. Machen wir mal an. Ihr seht ja auch, ne, es piepst ja kurz, dass das System fährt gerade hoch. Ihr habt hier sämtliche, ja, seht ihr schon, alle Schalthebel werden bewegt, die benötigt werden, Gasbremse, Schalthebel. Und auch Automatik wird gestellt, also Lenkrad ist voll animiert. Das wenn ihr einen ausschaltet, seht ihr unten den Schlüssel, der sich dreht. Also richtig gut, gefällt mir sehr gut. Ne? Auch hier die Blinkanzeige, seht ihr, alles blinkt und leuchtet auf, also richtig gut, ne? Voll beleuchtet, ist sehr sehr gut. Eine Maussteuerung haben wir auch. Ich guck mal drauf, was es ist. Ihr könnt den Fahrersitz drehen, seht ihr das? Wenn ihr das Mausrad gedrückt haltet, könnt ihr den Fahrersitz drehen. Ja, ansonsten seht ihr hier alles, ne, das Starfire, glaube ich, heißt es bei John Deere, ist aktiv, ist konfigurierbar, hat aber keine Funktion, ist rein optisch. Ne, machen wir einen Beleuchtungstest. Abstand nicht vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, aus. Ja, Blinker haben wir schon gesehen, funktionieren auch einwandfrei. Wieder wie vorne. Und auch der Fahrer, seht ihr, macht seinen Job so wie er soll. Fast alle Hebel passen an. Hat die Arme auch nicht verknickt oder ganz so eine unmenschliche Stellung, sondern es passt soweit. So, Bremsen hat er auch, Rückfallscheinwerfer nicht, dann müssen wir diesen hier machen. Hub hat er auch, Umleuchten habe ich verbaut. Funktionieren sehr, sehr gut, passt soweit. Ja, Sound würde ich sagen, ist so typisch, also ist so Standard-Sound vom LS, würde ich sagen. Nichts großartig Besonderes. Ja. Schauen wir uns ganz im Shop an. Im Shop finden wir unter DLCs und Mods und hier haben wir den John Deere. In der Grundausstattung kostet er 92.500, hat dann 175 PS und ist 43 km/h schnell auf der Straße. Jetzt gibt es Motorsführung, eigentlich nur zwei verschiedene. Es ändern sich nächstes Mal die Power Quad und Auto Quad. Je nachdem, was ihr möchtet. Ja, Reifenhersteller gibt es einige verschiedene und in den Reifenherstellern gibt es dann auch verschiedenste. Seht ihr, Doppelbereifung, Pflegebereifung, alles das, was ihr braucht. Richtig, da auf jeden Fall mit konfiguriert. So, Kabinenbeleuchtung gibt es Standard. Versuche es mal ein bisschen euch denn darzulegen. Kabinenbeleuchtung. Ach nee, das ist gar nicht Beleuchtung. Das ist hier außen. Das ist quasi Arbeitsbeleuchtung. Habt ihr einmal Zusatz? Da ist hier vorne, kommt was dazu. Dann gibt es Primär. Das ist dann hier oben. Das sind dann vier Stück. Dann diese unter oben. Dann gibt es noch alle Optionen. So, Innenraumvariante, das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Achtung, wir machen es mal so, versuchen es mal so. So, Innenraumvariante gibt es dann halt hier mit Rückenlehne. Das ist also letztendlich nur der Sitz, der sich dauernd verstellt. Aber da gibt es gefühlt für jedes Jahr 11, 16, für die drei Variationen gibt es dann einfach dann diese Sitzkonfiguration. So, Kotflügel kann man sagen, ja, man möchte welche haben. Vorne breit, vorne und hinten breit. Vorne breit, hinten breit, ne? Also je nachdem, was für Reifen ihr halt fahrt, könnt ihr die Kurve dementsprechend anpassen. Die Frontscheibe gibt es Panoramafenster, also seht ihr hier, ne? Also hier ist es halt so eingedeckt oder als Panoramafenster. Aufklappbar oder Standard. So, selektive Steuerventil, das ist glaube ich hier innen drin, ist die Bildschirm mit gemeint. Könnt ihr noch diese ganzen Joysticks dazu buchen quasi. Leuchtfeuer ist ja oben, einmal links, einmal rechts oder beide. Dann habt ihr Starfire, gibt es immer die Halterung,
den 3000er, 3000er geht, das ist einfach nur quasi die Variation. Ne? Hier habt ihr 7000er schon mit den Antennen. Also das ist einfach nur optisch. Es hat, wie gesagt, keine Auswirkungen. Ihr habt jetzt kein GPS dadurch, das ist rein optisch. So, Kabinenstandard. Ach, hier hinten. Könnt ihr quasi hier doch diese Zusatzzapfwelle, also die Anschlüsse quasi dazu konfigurieren. Ist halt noch, hat auch einen optischen Hintergrund, aber auch das ist natürlich nicht unwichtig. So, Dachvariante. Ihr seht, es gibt schon einiges zu konfigurieren. Standardmäßig zum Öffnen, Panorama, Panorama öffnen, öffnenbar oder Standard. So, Frontladeranbau ist auch hier voll mit gemeint. Könnt ihr Frontgewichte dran hängen bis 1050 oder halt ein ganzes für 1150 und eine 3-Punkt-Aufnahme. 3-Punkt-Aufnahme mit Zapfwelle oder halt gar nichts. So, Frontladeranbau, wir sagen ja. Was witzig ist, hier gibt es so einen Lenklauf, also da habt ihr jetzt nichts Besonderes. Dann könnt ihr diesen Frontladeranbau, dann habt ihr noch diese Werkzeugtasche dazu. Da habt ihr die Werkzeugtasche plus, ne, also von John Deere. Also da könnt ihr euch quasi, ne, wild durchkonfigurieren. Ist halt immer so ein paar optische Gimmicks mit dabei und halt Kennzeichen. Ja, wenn ihr das ganze Ding so wild konfiguriert, kommen halt in diesem Fall nochmal 22.950 zu, sprich für 115.450 könnt ihr euch diesen John Deere dann bei euch im Shop snacken und ihn nutzen. Ja, ansonsten, was kann ich zum Fazit sagen? Er läuft auf einem Einzelspieler-Spielstand fehlerfrei, also macht mir keine Sorgen, keine Probleme. Da seht ihr das, ne? Macht keine Probleme, keine Sorgen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der hat, ist in der Version 1.0, also ist gerade erst erschienen. Also dementsprechend noch recht frisch auf dem Markt. Ist halt knappe 40 MB groß, was für ein Traktor jetzt doch schon ordentlich ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, benutzen definitiv Klänge, Konfiguration der Arbeitsscheibe, Frontscheibe, Konfiguration. Also, ihr seht auf der Mod-Seite halt dann schon direkt, was der Modder euch alles quasi so noch zur Verfügung steht. Was da ist, ist vorbereitet für das Dashboard Live, vorbereitet für Interactive-Steuerung, vorbereitet für Passagierskript. Das heißt, wenn ihr das Kubota DLC habt, könnt ihr halt auch einen Beifahrer mitfahren lassen. Und auch für Precision Farming ist das Ganze auch schon vorkonfiguriert. Also könnt ihr da auf jeden Fall alle, ich sag mal, Gimmicks, die das Spiel mittlerweile schon mit sich bringt, entweder von Giant selber oder halt von irgendwelchen Moddern, dann dementsprechend nutzen. Guck mal, hier habt ihr sogar Maussteuerung, könnt ihr halt auch nehmen. Könnt das Licht nur bewegen. Okay. Ihr seht mir auch, da ist halt auch einiges, was ihr dann quasi noch nutzen könnt. Dafür müsst ihr aber das Mouse-Control quasi in eurem Mod-Ordner aktiviert haben, ansonsten geht es nicht. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich euch zu diesem Traktor sagen kann. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, belohnt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Aktiviert auch gerne die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen. Denkt an die Kaufmann-Inhalte, wenn euch die interessiert, dann schon unter dem Video. Und wenn euch für den True Farming 2 Side-Story interessiert, da bin ich auch unterwegs. Schaut da gerne mal vorbei. Auch da gerne mal ein Däumchen da lassen, würde uns sehr freuen. Ja, in diesem Sinne sage ich dann, ja, und wünsche euch einen schönen Tag und sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.